Hallo Filmfreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal Filme for Life. Ja, es geht weiter mit meinem kleinen Bewertungssystem. Heute geht's um The Initiation oder Blutweihe. Hier ein Slasher aus dem Jahre 1984, den uns Exzess hier im Mediabook ungeschnitten herausgebracht hat. Der Film war bis zum Jahr 2007 hier in Deutschland auf dem Index und kam aber in dieser VÖ zum ersten Mal jetzt ungeschnitten in High Definition auf den deutschen Markt, was mich auch sehr, sehr gefreut hat. Und ja, ich habe mir jetzt diese Veröffentlichung mal ein bisschen genauer angeschaut und möchte mit euch die jetzt nochmal durchgehen. Wie finde ich die VÖ? Was ist gut, was ist schlecht? Und zum Schluss natürlich mein Fazit. Ja, wie gewohnt als allererstes hier das Mediabook an sich. Wie ist es verarbeitet und wie ist die Gestaltung? Also das Cover hier finde ich eigentlich ziemlich cool, auch wenn es hier wieder ja ein bisschen viel ist, wie ich finde, trotzdem an sich ein sehr schönes Cover. Und wir haben hier, wie man es sehen kann, eine Lederoptik und das finde ich persönlich richtig, richtig cool, fühlt sich auch richtig gut an. Wir haben hier Exzess, wir haben hier Blu-ray Disc, ja, dieses 2-Disc Uncut Limited Edition hätte man weglassen können, aber so ist das halt. Wir haben hier den Spine wieder mit der Initiation und dann die Rückseite, die hier natürlich auch wieder voll geladen ist. Wir haben hier ein paar nette Fotos, wir haben hier so ein bisschen den Text zum Film, wir haben hier die Extras, wir haben hier auch wieder das Bildformat, die Laufzeit und so weiter. Richtig cool. Limitiert ist das Ganze auf 333 Stück und wurde im Jahr 2021 veröffentlicht. Ja, ich habe die Cover-Variante B, denn es gab zwei Cover-Varianten. Ja, wenn man das Ganze hier mal aufschlägt, dann haben wir hier einmal die DVD, die sieht hier so aus, eigentlich auch ganz cool gemacht. Und dann haben wir hier noch die Blu-ray mit einem alternativen Cover und wenn mich nicht alles täuscht, ist das auch das Cover der Cover-Variante A. Ja, von innen sieht dann das Ganze hier so aus, auch sehr, sehr cool. Es ist eigentlich kein zusammenhängendes Bild, aber trotzdem sieht man hier, das geht so ein bisschen über, wird dann hier dunkel und geht dann hier in dieses Bild. Also so sieht es wirklich aus, wie wenn es ein zusammenhängendes wäre. Finde ich ziemlich cool, hier auch so ein bisschen ja, mit dem Rand, mit den Feuerflammen, ja, kann man auf alle Fälle so machen. Dann haben wir hier das Booklet der Initiation Blutweihe, hier mit 3 Kerzen. Dann blättern wir das Ganze jetzt einfach mal durch. Sieht hier dann so aus. Vom Text her, ja, ist in Ordnung. Wir haben relativ viel Text, ja, kann man sagen. Ich würde jetzt mal sagen, so leicht über dem Mittelmaß. Aber jetzt erstmal natürlich geht es um die Gestaltung. Die Gestaltung, ja, ist solide, würde ich jetzt sagen. Vor allem das gefällt mir jetzt nicht so. Einfach hier diese 2 Fotos im weißen Rahmen und dann hier dies, ja, es geht. Also ich finde tatsächlich, dass an sich das Mediabook relativ cool gestaltet ist und das Innere vom Booklet ist so, naja. Ja, wenn man dann hier auch das hier anschaut, wie die Qualität ist. Ich finde es relativ stabil, natürlich ein bisschen beweglich ist es, aber ich finde es trotzdem relativ in Ordnung und deswegen bekommt dieses Mediabook hier von mir, von der Verarbeitung, 4,5 von 5 möglichen Punkten. Ich finde, es ist absolut in Ordnung und wir haben hier auch, das Booklet ist hier eingenäht, also da kann auch nichts rausfallen, finde ich super. Von der Gestaltung, wie gesagt, finde ich es, naja, wir haben hier zum Beispiel dann auch gleich das gleiche Bild hier und hier, finde ich jetzt nicht ganz so toll. Eben auch die beiden Seiten oder die letzten Seiten finde ich jetzt auch nicht ganz so toll gestaltet. Von dem her gibt es jetzt von mir 3,5 von 5 möglichen Punkten. Das heißt, das Mediabook an sich bekommt trotzdem immer noch 8 von 10 möglichen Punkten, was ich ja doch nicht schlecht finde. Das Booklet ist hier geschrieben von Mike Blankenburg. Hier steht es auch, genau, und ja,
Was kann ich zum Booklet sagen? Also ich habe circa 35 Minuten gebraucht zum Lesen und ich muss leider sagen, also am Anfang wird hier einfach nur ein bisschen so die Traumsequenz und so nacherzählt. Dann gibt es ein bisschen was über den Regisseur. Ja, das ist teilweise ganz interessant, dass dieses Werk hier relativ speziell für seine Werke ist, da er eigentlich sich nicht so mit dem Horrorgenre beschäftigt hat. Dann kommt wieder dieses typische Gedöns über die Slasher. Also irgendwie meistens, wenn man von Mike Blankenburg etwas liest, dann wird irgendwie immer das Gleiche wiederholt. Es geht um Halloween, es geht um Freitag der 13. Es geht hier, der Film, die Blutweihe, welche Kontakte er hat mit Final Girl, mit dem Killer, mit den Tatwerkzeugen, mit den Waffen sozusagen, wie die Leute getötet wurden. Aber irgendwie, es wird permanent mit anderen Filmen verglichen. Es wird auch immer wieder auf andere Filme eingegangen und der Film so ein bisschen vernachlässigt, was ich tatsächlich ein bisschen schade fand. Dann gab es hier zum Schluss gab's dann ein paar sehr interessante Informationen, wie zum Beispiel auch, dass das Team eben hier in einem echten Kaufhaus gedreht hat, wo aber die Sachen immer über Nacht gedreht werden mussten, weil untertags ganz normal dieses Kaufhaus geöffnet hatte. Das war wiederum sehr interessant, aber an sich, finde ich, weiß man eigentlich die ganzen Sachen schon. Vor allem die Leute, die hier diesen Film kaufen, die werden sich mit dem Thema Slasher schon ein wenig auskennen. Und deswegen ist es für mich irgendwie immer wieder das Gleiche zu lesen, was ich ja relativ schade finde. Und daher bekommt von mir jetzt dieses Booklet, hier geschrieben von Mike Blankenburg, auch nur 3,5 von 10 möglichen Punkten. Wie gesagt, es sind zwei, drei sehr interessante Sachen mit drinnen, aber ansonsten sind es hauptsächlich Sachen, die man schon kennt und leider auch, wenn man dann auf den Film eingeht, dann leider zu wenig, meiner Meinung nach. Ja, dann kommen wir zum Film. Es geht hier eben um eine College-Verbindung und die haben ein Ritual, das hier ausgeführt werden muss. Ja, und während der Nacht, wo dieses Ritual durchgeführt wird, kommt es dann zu verschiedenen Morden, denn auch in einer, ich glaube, so psychischen Psychiatrie oder so sind ein paar Leute ausgebrochen. Ja, an sich finde ich den Film eigentlich ganz cool gemacht, obwohl hier permanent von einer Woche, irgendwie Höllenwoche oder so wird hier immer gesprochen, aber der ganze Film handelt irgendwie von einer einzigen Nacht. Und ja, so an sich fand ich den Film in Ordnung. Die Handlung bekommt von mir 3,5 von 5 möglichen Punkten und auch die Machart, so die Kills und so, bekommen von mir 3,5 von 5 möglichen Punkten und somit finde ich den Film absolut solide. Der bekommt eben dann von mir in seiner Gesamtwertung 7 von 10 möglichen Punkten, was ich jetzt für einen Slasher doch relativ in Ordnung finde, da ja die Slasher immer nicht ganz so gut bewertet werden, leider. Dann kommen wir zur Disqualität. Ich habe mich natürlich, habe mir den Film natürlich angeschaut und habe mir vor allem hier die Blu-ray mal ein bisschen näher angeschaut. Und hier das Bild ist relativ gut in manchen Szenen und relativ schlecht in anderen Szenen. Vor allem die Nachtszenen sind ja leider sehr, sehr grisselig, leider sehr, sehr schlecht von der Qualität. Dafür sind die anderen Szenen im Licht extrem gut und für mich so ein 3,5 von 5 möglichen Punkten, also absolut in Ordnung, aber trotzdem, vor allem die dunklen Szenen hätten noch ein bisschen besser sein können. Und da die deutsche Tonspur ist wirklich sehr, sehr gut, bekommt von mir 4,5 von 5 möglichen Punkten und somit bekommt die Disc an sich von mir 8 von 10 möglichen Punkten, was ich wirklich eine super Arbeit von Exzess finde. Ja, und dann kommen wir noch zum Bonusmaterial. Was ist hier alles drauf? Also wir haben hier eben ein paar Trailer, wir haben Deleted Scenes, wir haben einen Podcast mit drauf, wir haben ein Interview mit drauf, wir haben einen deutschen Titelsequenz und eine Slideshow. Von dem her wird hier wirklich viel geboten. Der Podcast dauert 1,5 Stunden, ist zwar leider nur auf Englisch, aber trotzdem auch das Interview dauert über eine Stunde. Dann haben wir den deutschen Trailer, wir haben den englischen Trailer und eine Szene leider ohne Ton.
Aber trotzdem finde ich dieses Bonusmaterial wirklich sehr, sehr cool. Man hat sich hier auch noch mal was Neues einfallen lassen zu den alten geschnittenen DVDs, oder waren sie vielleicht auch nicht geschnitten, aber auf alle Fälle zu den alten Auflagen. Und von dem her würde ich jetzt mal dem Bonusmaterial 8 von 10 möglichen Punkten geben. Hier wäre vielleicht jetzt noch ein Audiokommentar oder so cool gewesen, aber an sich muss ich sagen, bin ich definitiv zufrieden. Ja, und jetzt kommen wir sozusagen zum Endergebnis. Also das Mediabook an sich in Verarbeitung und Gestaltung bekommt von mir eben 8 von 10 möglichen Punkten. Das Booklet bekommt von mir, geschrieben von Mike Blankenburg, 3,5 von 10 möglichen Punkten. Der Film an sich in seiner Genrewertung bekommt von mir 7 von 10 möglichen Punkten. Dann haben wir die Disc, die von mir 8 von 10 möglichen Punkten bekommt, und das Bonusmaterial, auch dieses bekommt von mir 8 von 10 möglichen Punkten, und somit sind wir dann in einer Gesamtbewertung von 34,5 von 50 möglichen Punkten. Was ich definitiv in Ordnung finde, es ist jetzt keine absolute Meisterveröffentlichung, aber trotzdem, für das, dass wir diesen Film hier zum ersten Mal in Deutschland in HD präsentiert bekommen, würde ich sagen, hat sich die VÖ auf alle Fälle gelohnt. Ich glaube allerdings, wenn hier nochmal eine MRA rauskommt, würde die MRA reichen, meiner Meinung nach. Aber das soll natürlich jeder selbst entscheiden. Ja, das war es jetzt auch mit dieser kleinen Bewertung. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Daumen hoch, Daumen runter, wie es euch gefallen hat. Oder lasst mir auch gerne noch ein Abo da. Ich werde nämlich versuchen, auch noch andere Labels hier ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen, wie deren Veröffentlichungen sind. Und in diesem Sinne wünsche ich noch euch natürlich noch viel Spaß hier auf diesem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal Filme for Life. Also, Servus!